Sie wollen den erneuten Anschlusstreffer und eröffnen mit dem KSC Konterchancen. Alibas gegen zwei, gegen Sirigu und Weil. Alibas setzt sich durch. Was für ein schönes Tor, das 5:2 durch Alibas. Eine ganz, ganz feine Einzelleistung. Doch die Reaktion der Karlsruher folgte nur eine Minute später mit dieser Kombination aus dem Lehrbuch. Van der Wiesen ganz überlegt und mit Auge zum 3:1. Perfektes Zusammenspiel zwischen Van der Wiesen und Hennings. Ruben Hennings mit 13 Assists gehörte zu den besten Vorlagen. Bewegt sich zuerst, aber Alibas schießt und wie! Ein wundervolles Tor. Und na klar, total verdient. Westermann fälscht noch leicht ab. Er ist der Einzige, der richtig hochspringt. Und das ärgert René Adler maßlos. Schauen Sie mal. Und der HSV, der um die Freistoßqualitäten ja wusste, begreift nun, da gibt's noch einen zweiten, der es kann. Nämlich Sechuk Alibas. Spätestens jetzt. Freistoßspezialist Hakan Çalhanoğlu das 4:1 in der 66. Minute. Auch er also mit einem Doppelpack am gestrigen Abend. Knallhart geschossen, keine Abwehrmöglichkeit. Der KSC feierte einen absolut verdienten Siegewinn, so Alois Schwarz, aber dies gelingt erst vor mir. Karlsruhe mit viel Sinn für Kombination und Rengs mit einem wunderschönen Tor nach 26 Minuten vor mir. Karlsruhe mit viel Sinn für Kombination und Krebs mit einem Wunder. Und das ist schön von Çalhanoğlu. Und da haben die Scouts die Zettel direkt gezückt. Hakan Çalhanoğlu mit dem 1:0 für den KSC. Zweiter Torschuss Karlsruhe, erster Treffer. Und das ist extrem weit weg. Den trifft er gut. Den trifft er perfekt. Aber es gab eine klare Ansage vom Trainer. Du musst alles geben, sonst spielst du auch hier nicht. Çalhanoğlu, nächster Freistoß. Diesmal sind schon vier in der Mauer. Und Lehmann steht ganz links. Und diesmal schießt er nach rechts. Und er trifft wieder. Çalhanoğlu 0:2. Meine Güte! Lehmann steht diesmal ganz weit links. Und das sieht Çalhanoğlu. Und er dreht ihn um die Mauer rum. Und er passt wieder genau. Schiri Schmickertz lässt weiterlaufen. Çalhanoğlu auf den aufgerückten Daniel Gordon. Und was ist das denn? Der nächste Innenverteidiger trifft. Hinten lassen sie nichts zu. Und jetzt machen sie auch noch Tore. Das überfordert nicht nur Michael Gurski. Die Konkurrenz des KSC hat ein Problem. Denn jetzt fliegt ja jeder rein. Daniel Gordons Schuss mit einer unglaublichen Flugkurve. Gurski steht natürlich schlecht, aber der fällt einfach runter. Und Gordon, der will flanken, schaut so mit, aber was dann passiert, das ist ja so viel besser. Macht er direkt und er passt. Was für ein super Tor. Das muss man neidlos anerkennen. Was für ein Wahnsinnsding. Was haben wir geredet? Richtig, Freistöße. Das hat Oliver Kreuzer angedeutet in der Halbzeitpause. Und
Man hat das auch im Pokal gesehen. Diese Freistöße sind gefährlich. Das musste schon der HSV erfahren. Aber das ist auch ein super getretener Freistoß von Hakan Çalhanoğlu. Es ist sein 16. Saisontreffer. Schauen Sie sich das an, wie der passt.